Ja, schönen guten Tag, Frau Schmidt. Schönen guten Tag, Frau Werner. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für ein kurzes Gespräch im Rahmen der Reihe Ein Herz für Freiburg. Zur Verfügung zu stehen, sage ich jetzt mal so. Frau Schmidt, Sie arbeiten hauptamtlich für die Hospizgruppe Freiburg im Bereich der Koordination. Genau. Frau Werner, Sie arbeiten ehrenamtlich für die Hospizgruppe Freiburg. Vielleicht fangen Sie kurz damit an. Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Gerne auch mit ein bisschen persönlichem Background. Und worin besteht Ihre Arbeit bei der Hospizgruppe? Gut, ich bin jetzt seit ungefähr 5 Jahren bei der Hospizgruppe. Bin Sozialpädagogin und Krankenschwester noch vom Beruf her. Habe also schon sehr früh Berührungspunkte mit Tod und Sterben gehabt, also auch in meinem beruflichen Kontext. Bin dann als Sozialarbeiterin, sage ich mal, so im Bereich Geriatrie gewesen, also auch mit älteren Menschen, wo das Thema wieder einfach sehr präsent war. Auch da im Bereich Demenz war ich tätig und bin dann, als die Palliativstation gegründet worden an der Uniklinik, war ich dort in diesem multiprofessionellen Team und habe dort von Anfang an mitgearbeitet in der Sozialberatung und bin da sehr, sehr eng in Berührung gekommen und natürlich auch in dem Sinne, dass oftmals auch Menschen, die ich kannte, auch auf Palliativ war und das natürlich auch nochmal so eine eigene Betroffenheit in der Sterbebegleitung war. Und irgendwann war es aber auch so, dass ich gedacht habe, es wäre schön, das Wissen, was ich da habe, auch nochmal irgendwo anders einzusetzen, nochmal in einen anderen Kontext zu setzen. Bin auch sehr früh jetzt gerade mit Frau Werner in Berührung gekommen, die auf Palliativ von Anfang an auch als Ehrenamtliche mitgearbeitet hat und Hospizarbeit mir da auch ein persönliches Anliegen war. Und so bin ich zur Hospizarbeit gekommen, bin jetzt dort so in der Koordination der Ehrenamtlichen, also diejenige, die auch Hausbesuche macht, vor Ort schaut, was gibt es denn auch für Möglichkeiten der Begleitung so abzuklären, auch in der Beratung, um dann eben die Ehrenamtlichen auch einzusetzen und die anderen Felder werde ich nachher vielleicht noch erklären. Ja, bitte. Dann vielleicht kurz Frau Werner einmal ganz kurz, dass Sie sich auch noch vorstellen, wie Sie hingekommen sind. Mein Name ist Angelika Werner. Ich bin von Grund auf von Beruf Ärztin und da hat man natürlich schon irgendwie einen Berührungspunkt mit Menschen zusammen zu arbeiten. Das möchte man da gerne. Ich bin durch persönliche Erfahrungen in meiner eigenen Familie dann mit dem Tod meiner Mutter eben mit der Hospizbegleitung in Berührung gekommen und habe mich dann auch entschlossen, diese Ausbildung zu machen. Ich bin jetzt seit 22 Jahren in der Hospizgruppe und seit 12, 13 Jahren speziell auf Palliativstation der Uniklinik in Freiburg beschäftigt. Okay, das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Dann haben Sie sicherlich schon viel erleben dürfen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema Abgrenzung auch mit dazu gehört, weil jede Begleitung wird sicherlich anders sein. Wie grenzen Sie sich ab oder wie gehen Sie da so mit? Schaffen Sie das oder sind Sie immer stark emotional involviert? Oder? Ich denke, das ist immer, kommt auch auf die Fälle an, die man begleiten darf. Vielleicht ist es für mich ganz anders als für andere Begleiter, weil ich eben beruflich auch schon das Problem hatte, mich abgrenzen zu müssen, um nicht so tief einzusinken. Wobei man natürlich einfach immer, wenn man mit Menschen zu tun hat, Betroffenheiten hat, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Prinzipiell aber, glaube ich, schaffe ich es ganz gut, mich abzugrenzen, aber es ist einfach immer ein Stück Leere für einen selber auch, wenn man begleiten darf. Das heißt, dass Sie auch für sich was mitnehmen? Immer. Und sich wahrscheinlich auch immer ein Stückchen besser kennenlernen in dem Kontext. Ja. Ja, schön, schön. Danke. Frau Schmidt, darf ich noch mal kurz dazu zurückkommen? Was gehört jetzt alles so dazu? Mit welchen Trägern arbeiten Sie zusammen und was für eine Angebotspalette, sage ich jetzt mal, gibt es in Ihrem Kontext? Ja, also darf ich noch hier hinzufügen, dass es auch Supervisionen gibt, wo die Ehrenamtlichen auch noch mal unterstützt werden, um, sage ich, auch da in diesen Fragen auch begleitet zu werden. Und natürlich sind wir in der Koordination immer auch Ansprechpartner. Ja, und jetzt was für Träger wir haben. Also die Träger von der Hospizgruppe ist die Caritas und die Diakonie.
Wir sind ein Verein, das heißt, vielleicht auch nochmal zur Abgrenzung, das ist mir immer nochmal wichtig zu sagen, dass wir hier die ambulante Hospizarbeit sind und viele Menschen, wenn sie von Hospiz hören, denken an das stationäre Hospiz, das ist direkt über uns, das okay. sind die Gäste, 8 Stück an der Zahl, die sind hier quasi im Hospiz in Herberge und können hier ihre letzten Lebenszeit wirklich erleben und werden dort von Team begleitet, also das Karl-Josef-Hospiz. Und wir sind die ambulante Hospizgruppe, die Menschen sowohl zu Hause, im Klinikum, aber auch in stationären Bereichen der Altenhilfe, Behindertenhilfe begleitet. Und vielleicht nochmal zu sehen, wir sind 5 Hauptamtliche, die hier angestellt sind. Und zu diesem Bereich der Menschen am Lebensende, die zu begleiten und dadurch natürlich auch die An- und Zugehörigen. Das ist so mein Bereich und ich habe eine neue Kollegin dabei, die Frau Hartmann, die vor allen Dingen jetzt für die stationären Altenhilfe zuständig ist, wo wir sagen, da sterben viele Menschen, sogar neben dem Kliniken die meisten Menschen, wo wir gucken müssen, also möchten, Hospize sind Leuchttürme und die Pflegeheime, da ist so dieses allgemeine Palliative und da braucht es nochmal viel, viel Energie und sage ich mal, ja, da möchten wir gerne auch so ein bisschen unterstützen, die Menschen in ihrer hospizlich-palliativen Haltung zu finden, aber auch das Ehrenamtliche kommen. Man hat dann ziemlich schnell gemerkt, dass neben den Angehörigen und den Zugehörigen eben es auch die trauernden Menschen gibt und es gibt einen großen Bereich der Trauer. Ich habe hier schon mal was hingelegt, dass es einerseits Trauergruppen, der ist im Montag im Monat, da haben wir im Moment gerade 2. Dann gibt es eben auch eine Trauergruppe für Jungverwitwete und es gibt ein Trauerwandern, was ehrenamtlich geleitet wird und es gibt ein Trauer-Yoga. Also um so aus verschiedenen Richtungen zu sagen, für den einen ist das Gespräch gut, für den anderen vielleicht mehr das Wandern, das Mitgehen und für den nächsten ist vielleicht die körperliche Arbeit auch gut. Und dann bietet meine Kollegin, das ist die Leitung der Hospizgruppe, Hildegard Balgender, die für diesen Teil zuständig ist, eben auch Einzelgespräche, also Trauerberatungen an. Und da wird sie unterstützt von der Frau Tonzer, die eben auch im Trauerbereich mit ist und die nochmal ein nächstes Projekt hat, das bei uns mit angegliedert ist. Es gibt ein hospizlich-palliatives Projekt zur Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung, wo man, das ist vom Caritasverband und Aktion Mensch und dieses Begleiten der Menschen mit Behinderung kommt auch wieder hier in die Hospizgruppe mit hinein, weil man gesehen hat, es gibt immer mehr Menschen mit Behinderung, die eben älter werden. Die gab es früher nicht aufgrund der Euthanasie im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, da gibt es neue Herausforderungen in diesem Bereich, sowohl für die Menschen an sich, aber auch eben für die Professionellen, die in diesem Bereich arbeiten. Das sind so unsere Standbeine in der Begleitung. Ich habe noch eins vergessen, das ist Alles ist anders. Das ist der Bereich für Kinder und Jugendliche. Das zeichnet uns auch so ein Stück weit manchmal aus, weil das so nochmal ein besonderer Bereich ist. Aber da arbeiten jetzt keine Ehrenamtlichen, sondern Therapeutinnen, die eben die Kinder und Jugendlichen dann auch begleiten. Und dann haben wir noch eine 5. Kollegin, die Cornelia Räuber, die Verwaltungskraft ist und eben auch für die Öffentlichkeitsarbeit. Wolltest du da noch was dazu sagen? Und vielleicht dann ein Teil, der die Hospizarbeit so als dritte Säule bezeichnet, ist die Öffentlichkeitsarbeit. Okay. Also so, ich sag mal, die Hospizbewegung hat sich ja als Bürgerinnenbewegung, deswegen auch die Ehrenamtlichen, weil das eigentlich von unten nach oben kam. Man will den Tod ins Leben mit hineinnehmen, man will ein würdiges Sterben für die Menschen haben. Also der Tod gehört zum Leben, das ist so das Credo. Und dieses Thema wollen wir auch in die Öffentlichkeit bringen. Und das heißt, wir machen Veranstaltungen, wir stellen Hospizarbeit vor, wir sind aber auch dabei, so kleine Fortbildungen zu machen, eben vielleicht für die Einrichtungen der Altenhilfe, aber auch für ehrenamtliche Betreuerinnen zum Beispiel oder andere, so dass man so eine Sensibilität bekommt für dieses Thema und vielleicht auch für den Umgang damit. Sie sind sehr breit aufgestellt, das finde ich faszinierend.
was sie alles offerieren, zumal wurde ja kurz angesprochen, das Thema Tabuisierung, das würde mich auch gleich noch aus ihrer Sichtweise heraus interessieren, welche Erfahrungen Sie da machen, wenn Sie jetzt direkt an den Leuten dran sind und auch bei den Angehörigen dran sind. Ich habe die Feststellung gemacht, wenn ich das so pauschal sagen darf, dass Leute, die mit medizinischem Bereich was dazu haben, sagen, ja klar, die Definition von Leben ist Tod. Aber ansonsten, wenn ich mir das Thema Sterben oder schwere Krankheit anschaue, dann wird es ja gerne so ein bisschen an den Rand geschoben. Und dann ist die Frage, wenn es jetzt mich oder meine Angehörigen trifft, inwieweit nehme ich das auf und setze mich damit auseinander? Wie erleben Sie das? Ich erlebe eigentlich dann, dass das Tabuisieren keinen Bezug mehr hat, weil wenn man in dem Sterbeprozess ist, beziehungsweise einen Angehörigen hat, der in dem Sterbeprozess ist, dann ist das Thema sehr direkt, man ist direkt betroffen. Und ich glaube, tabu ist es nicht wirklich. Natürlich gibt es Leute, die dann eher noch festhalten wollen, das Sterben nicht wahrhaben wollen, dass der Angehörige vor allem geht. Oder der Patient, bei mir auf palliativer Station sind es ja auch noch Patienten, nicht gehen möchte oder es verdrängt. Auch das gibt es natürlich. Aber ich erlebe eigentlich eher, dass das Tabuisieren nicht mehr das Thema ist, in dem Sinne, dass man da drum herum sich navigieren muss, um es nicht anzuschneiden. Okay, das heißt, Sie sehen dann, sagst du es mal, ein bisschen blumigen Paradigmenwechsel in den letzten 10, 20 Jahren oder war das vor 20 Jahren auch schon so? Weil ich habe es tatsächlich persönlich anders erlebt. In der Öffentlichkeit war das Thema, ich denke mal, nicht nur tabu, sondern es war auch ein verhältnismäßig großes Nichtwissen da. Also allein schon durch die Öffentlichkeitsarbeit hat sich da unheimlich viel getan, dass man viel mehr aufgeklärt hat. Heutzutage weiß man in Deutschland, was Hospiz bedeutet. Das hat man vor 20 Jahren nicht gewusst. Während man eben zum Beispiel in den angelsächsischen Ländern wusste jeder, was Hospiz bedeutet. Aber die ganze Strömung kommt ja auch von da. Wahrscheinlich waren die Leute viel mehr damit beschäftigt als bei uns. Okay, spannend. War mir so nicht bewusst. Wenn ich jetzt mal nach einer Zahl fragen würde, wie viele Leute nehmen denn ambulante Dienste im Bereich Hospiz in Anspruch? Also ich habe es bei meinem Stiefvater erlebt, der ist auch begleitet worden. Und meine Mutter war und ist sehr dankbar, dass es da eine Dame auch ehrenamtlich gab, die sich um ihn gekümmert hat und dann um sie gekümmert hat, bis in die heutige Zeit hinein. Ändert sich da was oder wie gibt es da Zahlen? Oder wie? Also ich bin nicht für das Theoretische zuständig, sondern ich bin in der Praxis und ich begleite einfach. Ich weiß, kannst du was dazu sagen? Schieben wir wieder zurück. Also ich denke jetzt, wenn man in so eine große Stadt guckt, wie Freiburg, dann ist es tatsächlich schon so, dass ich mir vorstellen könnte, mehr Begleitungen zu haben oder dass es mehr Menschen gibt, die vielleicht auch begleitet werden können. Aber es hat, was sich verändert hat, dass einfach mehr auch palliatives Wissen und hospizliches Wissen durch die Versorger und auch über die Pflegedienste ins Feld gekommen ist. Also dass es da auch mehr Unterstützung gibt. Und aber trotzdem glaube ich, dass manchmal so dieses Wissen, dass es auch noch dieses Ehrenamtliche gibt oder dass es Menschen gibt, die auch hier nochmal da sind, die einfach auch ihre Zeit schenken, dass das manchmal auch vergessen wird von den Versorger und unseren Netzwerken nicht, aber eben es gibt ja genügend andere Nischen, wo das vielleicht gar nicht so bekannt ist. Also wenn ich jetzt so an die Ränder denke, an Menschen, die vielleicht nicht so den Zugang haben und dieses Wissen, was gibt es denn da auch? Und da ist es vielleicht ja schon auch so, dass man noch eine Hemmschwelle hat, jemand Fremdes auch jetzt so noch auf dem letzten Lebensweg zu sich zu nehmen. Deswegen ist es uns auch wichtig, vielleicht uns da schon auch nochmal bekannt zu machen und vielleicht auch zu sagen, ja, wir wollen nicht erst die letzten Tage dazu kommen, sondern auch vielleicht schon ein Stück des Weges mit begleiten, so dass auch eine Beziehung einfach entstehen kann, sage ich jetzt mal. Was ich, wenn ich da einhaken darf, für super wichtig halte, weil Sie hatten ja auch gesagt, Trauerarbeit
auch mit den Angehörigen und im Nachhinein. Das wäre der nächste Punkt, der mir so eingefallen ist. Wie gehen Sie mit Leuten um, die längere Zeit trauern? Also auch wenn es natürlich nur ein kleiner Vergleich ist. Ich hab meine Oma sehr geliebt und ich habe über 10 Jahre gebraucht, bis ich darüber wirklich sprechen konnte, ohne dass jetzt irgendwie ich emotional geworden bin oder die Tränen geflossen sind oder so. Und das hat mich sehr lange beschäftigt. Wie gehen Sie mit Menschen um, die sehr lange trauern, die da vielleicht gar nicht weitergehen wollen? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt eine Partnerschaft geführt habe, eine sehr intensive, über viele Jahrzehnte, dass die auch einfach sagen, ja, ich sehe keinen Sinn mehr, oder was ich fast noch schlimmer empfinde, wenn jemand seine eigenen Kinder sterben sieht. Wie gehen Sie mit diesen Menschen um, oder kann man das so pauschal nicht sagen? Ja, ich denke, auch da kann man pauschal nicht sagen. Also was ich glaube, dass erstmal Trauer auch ein natürlicher, normaler Prozess ist. Es ist einfach normal, dass ich traure und dass es mir da auch nicht gut geht, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Und was dann ist, dass Trauer halt auch einen Ausdruck braucht. Also dass es auch Rituale vielleicht braucht oder Tränen braucht oder Emotionen, die fließen können. Also, und da gibt es eben immer wieder Wellen, wie die Trauer auch erscheint oder nicht. Und ich sage jetzt mal so, wenn Menschen zu uns kommen, die sagen, sie würden gern mal irgendein Angebot in Anspruch nehmen oder schauen, was tut ihnen gut, dann kriegen sie erstmal ein Gespräch mit meiner Kollegin und dann wird ein Stück weit auch geschaut, wo kann der Mensch sich vielleicht wiederfinden. Ist es eine Gruppe, in der ich bin, oder ist es vielleicht eher ein Einzelgespräch, oder ist es vielleicht sogar das, dass ich mit anderen einfach so in der Bewegung bin, in der Natur, wo vielleicht ich auch jemanden, noch andere Menschen kennenlerne, weil es geht ja auch darum, andere Leute in den Situationen kennenzulernen und zu merken, ich bin nicht allein mit dem, was mir da passiert. Und ich denke, das ist dann so ein Prozess, wo man auch gucken muss und vielleicht auch schauen muss, ist es der richtige Ort bei uns oder müssen wir die Menschen auch weiterverweisen? Das ist ja auch immer wieder, was bei uns Hauptamtlichen passiert in den Beratungsprozessen, dass wir so ein bisschen schauen, wo könnte das Richtige auch sein für den oder diejenige. Spannend, dass Sie auch... Ja, aber bitte, natürlich. Was ich einfach ergänzen würde, ist, dass wenn sich jemand bei uns zu dieser Trauerarbeit meldet, er ja eigentlich schon einen bestimmten Schritt gemacht hat, nämlich dass er sich einfach meldet. Wobei für mich zum Beispiel die Trauerarbeit oft schon anfängt bei den Angehörigen, deren Kranke in dem Sterbeprozess sind. Auch da gibt es schon Trauer. Man muss sich von verschiedenen Gewohnheiten verabschieden. Der Mensch vielleicht muss zu viel Schmerzen ertragen. Man muss sich schon überlegen, wie soll es weitergehen. Also das ist ja unweigerlich, dass man darüber nachdenkt. Also der Trauerprozess beginnt meiner Meinung nach schon oft vor dem Tod. Und insofern, es gibt auch gar keine, weder ein Rezept noch eine Dauer, die allgemeingültig ist für Trauer. Jeder trauert anders und jeder braucht einfach seinen Weg. Und wenn jemand dann sich bei uns schon meldet, dann ist er einfach auf dem, sagen wir mal, richtigen Weg. Halte ich für einen wesentlichen Hinweis, ne? Also transaktionsanalytisch gesehen, Trauer als eins der 4 Primärgefühle, sozusagen Verarbeitung. Ja, deswegen ist es sich auch als positiv an. Die Leute haben den Schritt gemacht, um die Trauer zuzulassen. Nochmal zurück zum Ehrenamt als solches, Frau Werner. Jetzt stelle ich mir gerade vor, jemand guckt gerade zu und denkt sich, Mensch, ich überlege jetzt, ist es für mich... Wäre das nicht was für mich, auch ein Ehrenamt zu machen? Jetzt höre ich, Sie sind Ärztin. Jetzt habe ich selber keine medizinischen Hintergründe. Was für ein Rüstzeug, wenn man das so pauschal sagen kann, braucht es denn, um in diesem Bereich ehrenamtlich tätig werden zu können? Danke für die Frage. Das ist für mich irgendwie immer ganz wichtig, wenn ich das als Hintergrund sage. Ja, die kann das ja natürlich. Es ist eben nicht nur wichtig, ob man da einen medizinischen Hintergrund hat. Ich glaube, die Hauptsache ist, man möchte sich gerne mit Menschen beschäftigen und man möchte sich auf das einlassen können. Ich denke, das ist die Hauptvoraussetzung dazu. Wie man das dann gestaltet, ist ja so individuell, wie jeder Mensch ist, wie jeder Begleiter ist, wie jeder Sterbende auch ist, mit dem man zu tun hat. Es gibt keine gleichen Begleitungen einfach. Okay. Was bringt einen dazu? Die Motivationen sind verschiedenst. Und wenn jemand sich angesprochen fühlt,
nur zu. Erst und dann kann er eine Ausbildung bei uns machen und dann kann er immer noch entscheiden, ist es das Richtige oder nicht. Okay, das führt mich wahrscheinlich wieder zu Ihnen, Frau Schmidt. Also Stichwort Ausbildung oder Weiterbildung oder Qualifikation. Also einmal habe ich gehört, jetzt sehr individuell. Sie haben auch erzählt, es gibt Supervision in diesem Kontext. Was wird in sowas wird noch vermittelt? Also jemand meldet sich, wie sind dann die Schritte? Genau, also ich spreche nicht gern von Ausbildung, weil wir es eben schon hatten, es ist ein bisschen mehr so ein Rüstzeug. Für mich ist es so ein Weg, den man gemeinsam geht, wo vielleicht Qualifizierung oder eben auch ein Weg, wo wir Menschen Mut machen, andere im Sterben zu begleiten. Und im Prinzip ist der Weg so, dass wir erstmal ein Erstgespräch machen, ich ein bisschen erzähle oder meine Kolleginnen, wie sieht es aus, wie sieht Hospizarbeit überhaupt an sich aus, was gehört dazu, auch ein bisschen so gucken, wie motiviert ist jemand, was bringt mich dazu. Und dann, wenn wir beide so das Gefühl haben, ja, ich kann es mir vorstellen und wir auch so das Gefühl haben, das könnte jemand sein, dann der Kurs erstreckt sich so über 5-6 Monate. Es geht ein Einführungswochenende, wo man einfach noch mal so gucken kann für sich, passt es mir so mit der Gruppe, passt es mir mit den Leiterinnen, kann ich es mir vorstellen. Aber im Prinzip ist es einfach ein Weg, den wir gemeinsam gehen. Und das ist vielleicht so das Wichtigste, dass es ein Prozess ist, auf den wir uns alle einlassen und wo die zukünftigen Hospizbegleiterinnen einfach auch mal so in sich gucken, ja, was haben Sie denn für Abschiede erlebt? Was ist Ihnen im Leben an Tod, Sterben begegnet? Was für Vorstellungen haben Sie vielleicht auch davon? Und es ist ein eigener Prozess, ist auch in der inneren Auseinandersetzung, um dann, wenn ich quasi von diesem eigenen wieder zu gucken auf das Gegenüber. Es ist also immer so ein Hin und Her auch so zu schauen. Und dann eben auch, wir sagen, so möglichst frei von den eigenen Hindernissen oder was mich vielleicht auch in der Begegnung mit dem anderen unfrei macht, auch auf den anderen zugehen zu können. Natürlich in Resonanz und ich bringe mich immer mit ein, aber ein Stück weit gehe ich hin und lasse mit einer Offenheit, ohne auch den anderen zu bewerten, zu schauen, was kommt mir entgegen und wie reagiere ich. Dann gibt es natürlich viele Inhalte. Also ich sage jetzt mal, wie geht es mit dem Sterbeprozess, wie gehe ich mit Angehörigen und Sterbenden um, dann diese ganzen Geschichten mit Nähe, Distanz, Selbstfürsorge, Kommunikation, Bestattung, die Übergangszeit, spirituelle Aspekte, Rituale, Trauer, das Hospiz gucken wir uns an. Also es ist vieles so eine Mischung, aber immer wieder mit dem, was macht es mit mir und wie ist es vielleicht auch für andere. Und dann gibt es eben den Abschluss. Und dazu gehört auch ein Abschlussgespräch, wo wir dann nochmal so gucken, ist es von beiden Seiten so. Ich meine, wir müssen ja beide Seiten sagen, ist es für denjenigen auch jetzt so gut, Menschen zu begleiten? Das kann ja auch sein, im Kurs komme ich dazu und sage, passt vielleicht doch nicht so ganz. Bruder, ich stelle fest, ich bin doch noch zu dicht dran an der Thematik. Ja, oder es passiert auch was in meinem Leben, wo ich einfach an anderer Stelle wieder gebunden bin. Weil es ist halt so, ich sage jetzt mal, Sterbebegleitung kann man nicht einfach nach Feierabend mal so eine Stunde draufklatschen, das wirst du mir auch recht geben, sondern es ist so, ich brauche die innere Freiheit, mich in diesem Moment, also auch die Präsenz zu sagen, jetzt gehe ich zu einem anderen Menschen und ich mache mich frei. Und da ist es nicht so sehr die Quantität, sondern eher die Qualität meiner Aufmerksamkeit und meines Daseins. Weil das, was man dann schenkt, ist dann die Zeit. Ja, Geschenk des Ehrenamts. Deswegen auch. Ja, bitte, bitte. Zum Thema, das fand ich jetzt ein super Wort, die Freiheit. Das ist einfach, glaube ich, auch der Vorteil des Ehrenamts, dass ich das frei entscheiden kann. Ich darf, aber ich muss nicht. Ich habe keine Verpflichtung, irgendein Ergebnis, was positiv sein muss, abzuliefern, sondern ich darf. Und ich finde, das ist eigentlich fast für die Sterbebegleitung unabdingbar, dass ich nicht muss. Ich muss nichts abliefern, was Qualitätsansprüchen genügen muss, was irgendeine Zeitvorgabe oder Fragen oder was auch immer beinhaltet, sondern ich darf. Und das ist eine große Freiheit. Schön. Und sich auch dann selber die Freiheit herauszunehmen, wenn ich sage, ich merke jetzt, da ist meine persönliche Grenze erreicht.
Auch das. Es gibt auch Begleitungen, wo man einfach irgendwann feststellt oder vielleicht sogar schon zu Anfang feststellt, die Chemie stimmt gar nicht zwischen dem Gegenüber und mir. Ja. Dann muss ich es abbrechen, weil eine schlechte Chemie bringt auch ein schlechtes Ergebnis. Es bringt dem nichts und mir nichts. Und dann muss man im Grunde sagen, nein, dann geht es nicht. Dann gebe ich den Fall zurück ans Büro. Und da suche und Sie suchen dann jemand anderen. Okay. Also vielleicht auch so zu sehen, ich sehe uns hier im Büro so ein bisschen als Wegbereiterin. Mhm. Also dass wir gucken, also wir machen erstmal einen Hausbesuch. Mhm. Das heißt, wir schauen mal, wir besprechen das mit dem Menschen, vielleicht gibt es auch noch Beratungsbedarf und gucken und spüren mal, was wird hier vielleicht gebraucht. Ist es mehr die Begleitung des Menschen, der krank oder sterbend ist, oder vielleicht mehr der Angehörige, der Entlastung braucht. Entlastung, indem jemand da ist vom Ehrenamt und diejenige kann machen, einkaufen, sonst irgendwas machen oder auch einen Spaziergang. Oder ist es mehr, dass vielleicht die Angehörige auch das Gespräch sucht, die Unterstützung? Manchmal ist es ja auch so, wir sind an der Seite der Menschen, damit die ihren Partner oder Partnerin begleiten können. Mhm. Weil das ist ja manchmal auch das Schwierige. Mhm. Ich brauche die Rückversicherung, da sagt mir jemand, sie machen das alles gut, das ist richtig so. Also, und es ist natürlich ein Netzwerk, in dem wir sind. Mhm. Das will ich auch nochmal betonen, dass uns ja auch immer wieder Menschen anrufen und fragen, das ist, die natürlich auch schon Situationen auswählen, wo sie denken, das ist vielleicht jetzt für die Familie stimmig oder für den Menschen gut, dass er nochmal einen Mensch an seiner Seite hat. Eben nicht nur die Profis, sondern wirklich einen Mensch, der einfach auch mal nichts von mir will. Und wo das entstehen kann, was zwischen zwei Menschen passiert. Und was dann entsteht, das hängt ja immer davon ab, wie eine Begegnung dann auch stattfinden kann. Und das ist halt so individuell, wie auch unsere Ehrenamtlichen sind. Also da haben wir ja ganz unterschiedliche, mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten vielleicht auch. Aber was vielleicht auch noch wichtig ist, weil du ja auch vorhin gesagt hast, ich bin Ärztin, also sie geht jetzt nicht hin als Ärztin. Diesen Hut hat sie nicht auf. Und das ist ja auch das Wichtige nochmal für den Kurs, dass ich diesen Hut, den ich vorher habe, absetze, ich gehe als Mensch hin. Mhm. Ich habe natürlich vielleicht ein Rüstzeug bei mir, das weiß ich ja auch, aber ich bin nicht in dieser Rolle. Und das geht es vielleicht auch, diesen Weg, den wir da im Kurs gehen, der geht auch darum, mich zu entrollen aus meiner alten Rolle. Weil ich komme mit was anderem. Mhm. Weil sonst bin ich gleich... passt es nicht. Schön. Und es gibt... Darf ich auch machen? Lustigerweise, ich habe mich ja eben auch einem Auswahlgespräch unterziehen dürfen und lustigerweise war das die entscheidendste Frage, dass man mich gefragt hat, Sie sind Ärztin, wie wollen Sie denn da begleiten? Ist es dann für Sie wichtig? Wollen Sie, dass das Gegenüber das weiß? Oder überhaupt die das, ja? Und meine Antwort war, um Gottes Willen, ich möchte da einfach nicht als Ärztin hin. Mhm. Die Gefahr war natürlich von den Auswählenden, dass die gedacht haben, so, ich gehe jetzt da hin, hole mir die Kurven, hatte man ja damals noch, guck dazu, ach, das ist ja ein Quatsch. Und falsche Medikation. Nein, ich gehe da eben nicht als Ärztin hin. Und das ist das Schöne an der ganzen Sache. Ich muss wirklich nur den Menschen begleiten, nicht die Krankheit. Schön. Mal so eine Frage an Sie beide. Sie, Nähe, ich höre das Wort Nähe raus. Ne? Also Sie machen Hausbesuche oder Sie gehen ins Krankenhaus oder Sie gehen ins Heim auf die Station. Der zweite Lockdown steht bevor. Einen Lockdown hatten wir schon. Inwieweit beeinflusst Corona Ihre Arbeit? Ja, Corona beeinflusst alles irgendwie, ja. Ich bin natürlich jetzt schon ein bisschen lahmgelegt. Die Palliativstation hat gerade uns Ehrenamtliche wieder gebeten, nicht zu kommen. Wir haben praktisch schon einen Lockdown und es ist auch selbstverständlich, dass dann die Ehrenamtlichen erstmal nicht hinkommen. Okay. Das ist jetzt einfach das Aktuelle und je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, werden wir auch wieder dann hingehen dürfen. Okay. Also ähnlich wie bei Geburten, bei Hochzeiten, heißt es auch da, auf Abstand zu gehen. Was bedeutet das für Sie, Frau Schmidt? Ja, also wo der erste Lockdown war, hat es natürlich relativ rapide abgebrochen und mit den Begleitungen. Mhm. Wir
haben versucht, kreativ zu sein, telefonische Begleitungen angesprochen. Wir haben, die Ehrenamtlichen haben Briefe geschrieben, wir haben Karten geschrieben. Sie haben versucht, so auf irgendeine Art und Weise Kontakt aufrecht zu erhalten. Und wir haben aber eben gemerkt, das kommt jetzt wieder. Es war jetzt auch wieder eine Zeit, wo wieder relativ viele Anfragen sind. Bisher, toi toi toi, bleiben die auch aufrecht. Und das ist so tatsächlich, dass wir natürlich uns wünschen, dass wir weiterhin in die Häuser können. Zu den Menschen, die vielleicht jetzt halt keine Angehörigen haben, wo es einfach auch wichtig ist, dass diese menschliche Beziehung, dass einfach jemand da ist. Und da hoffen wir, dass es einfach weiterhin so möglich ist, wie es gerade im Moment möglich ist. Wir halten uns natürlich an das, was die Häuser uns sagen, aber einfach von uns aus gesehen, wir sind bereit, das zu machen. Wobei ich das natürlich einschränken muss, weil da gibt es ja auch eine zweite Seite. Wir haben natürlich auch Fürsorgepflicht für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und die müssen ja auch auf sich achten. Ja. Also da ist es ja auch unterschiedlich, je nach Alter, je nach, ob ich vielleicht auch eine eigene Krankheit habe oder ob ich einen kranken Partner oder Partnerin zu Hause habe. Also gibt es ja auch Situationen, wo Menschen sagen, das geht gerade für mich im Moment nicht. Aber wir haben immer wieder noch Menschen, die sagen, ja, für mich geht's. Und da müssen wir halt auch schauen, wie weit ist es in Ordnung, müssen absprechen, welche Hygienevorschriften gibt es, wo passt es. Aber im Prinzip möchten wir schon diesem Auftrag, dass wir gerade für die Menschen, wenn sie alleine sind und wenn eben wenig Beziehung und Kontakt ist, dass wir auch da sind. Mhm. Aber immer in Abwägung. Und somit hoffen wir natürlich, dass die Türen weiterhin offen sind und gerade da dem auch nachgegeben werden kann. Gell? Okay. Frau Werner, Ihre Meinung würde mich dazu auch interessieren. Und noch als Erweiterung speziell an Sie. Ist eine Videokonferenz, also eine Online-Austausch, ist das eine Option oder ist das komplett abwegig? Also meiner Meinung nach zum Einsatz, ich wäre bereit zu gehen, aber ich kann keinem absprechen, wenn er sagt, das möchte er nicht tun. Das ist einfach eine Entscheidung, die muss man für sich selber fällen. Und ich kann auch sagen, es ist im Moment für mich so. Es kann ja auch sein, dass sich noch irgendwas ändert, so wie sich der Umgang überhaupt allgemein mit dem ändert. Online für mich wäre das gar keine Option, jetzt in meiner gegenwärtigen Begleitsituation sowieso nicht auf Palliativstation. Ich könnte mir höchstfalls das vorstellen, wenn eine Begleitung schon länger besteht, dass man so viel Background hat, so viel Beziehungen schon miteinander aufgebaut hat, dass man sagt, also dann wenigstens so. Aber also in eine ganz frische Begleitung sicher nicht. Das ist einfach eine Situation, in die man sich menschlich reinbegeben muss und dann braucht man einfach auch den Umgang. Man muss denjenigen sehen, irgendwie um sich herum erleben, vielleicht auch riechen. Auch zum Beispiel das Riechen ist manchmal ein ganz großer Bestandteil des Berühren. Und ich kann es mir jetzt nicht vorstellen im Moment, dass ich jetzt irgendwie online irgendwas, da käme ich mir wahrscheinlich auch noch vor, ich würde einen Vortrag halten. Und online zu Corona gibt es genug? Ja, die gibt's. Also hatten wir, glaube ich, auch im Vorfeld drüber gesprochen, ne? ob wir uns online treffen oder nicht. Ja. Und ich bin auch bei Ihnen zu sagen, also wenn man sich schon mal in die Augen geschaut hat, dann ist es sicherlich die eine Sache. Präsenz, selbst jetzt in diesem Kontext, ist nicht ersetzbar. Und wenn es jetzt um Hospizarbeit geht, sicherlich noch viel, 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 viel weniger. Ja, also ich denke, es muss ja immer auch schwingen zwischen den Menschen. Also dieses Resonieren im Miteinander. Und ich glaube, wenn man sich kennt, dann kann das gelingen. Oder auch telefonisch. Oder wir hatten jetzt auch neue Begleitungen am Telefon. Aber es ist schon was anderes. Man kann das machen, aber es ist nochmal anders, vielleicht auch wie online. Und viele Qualitäten, die gehen halt auf dieser Spur auch ein Stück weit verloren. Also so diese Empathie, die man spürt, das kann man schon, aber es geht verloren. Wobei ich sagen muss, es war ja auch schon eine Herausforderung, mit Mundschutz zu begleiten oder so. Ja, oder also nicht mehr den Arm nehmen. Oder auch nicht mehr berühren zu können, wenn jemand das vielleicht mag. Ja. Manchmal war es dann auch wieder erlaubt, ganz zum Schluss. Da muss man halt immer abwägen. Also das heißt, wir haben ja auch immer wieder dieses Thema Nähe, Distanz. Und
auch da müssen wir dann immer wieder gucken und, mhm. und schauen, wo, wie weit ist es für alle Beteiligten auch gut und richtig. Okay. Inwieweit stehen Personengruppen, wie weit kommen Sie an Personengruppen ran? Ich denke jetzt zum Beispiel Leute, die im Gefängnis sitzen und da vielleicht todkrank sind oder Leute, die auf der Straße leben. Kommen Sie an diese Gruppen ran oder sind die eher außen vor, um es jetzt mal so provokant zu formulieren? Also ich sag mal, bereit wären wir. Ja. Also das ist natürlich, wobei es auch sicherlich Situationen geben würde, die schwierig wären. Aber man muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt 5 Jahre hier, es kommt aus diesem Bereich relativ wenig. Also da ist schon noch vielleicht eine Hemmschwelle oder wir sind nicht präsent genug, dass es auch geht. Also auch im Migrationsbereich, es nehmen Anfragen zu. Aber da muss ich dann auch sagen, dass mir die Menschen fehlen, die gewisse Sprachen sprechen. Mhm. Also es ist halt so, am Lebensende geht oft auf die Muttersprache zurück. Ja, das passiert ganz häufig, dass dann das Deutsch nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern dann einfach das Russisch oder das Türkisch. Ja, und da merke ich, da sind wir erst dabei, um auch wirklich da auch Ehrenamtliche, die dann Sprache sprechen, auch zu haben. Also das heißt, wir müssen den Blick mehr auf die Ränder auch wieder bekommen und vielleicht auch nochmal da bewusster uns auch hinbewegen. Okay. Das ist es. Es ist ein großes Feld, sage ich. Und man muss immer gucken, wo kann man überall die Energie hinsetzen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig. Und ich merke auch, dass wir das, dass das einfach auch ansteht. Also spannend. Mir kam nur gerade die Idee, weil in Singen, da gibt es tatsächlich ein Gefängnis für Seniorinnen und Senioren. Mhm. Und da habe ich überlegt, das ist ja vielleicht nochmal ein anderer Kontext, weil das wird ja auch irgendwann zu einem Thema. Wird auch im Hospizbereich jetzt schon auch immer geguckt, wie kommt man auch in diesen Bereich hinein, so wie jetzt eben hier Menschen mit Behinderungen, ein Feld war, wo man bisher noch gar nicht so hingeguckt hat. Und man muss halt immer wieder schauen und wir wollen ja eigentlich gerade für die Menschen da sein, die vielleicht sonst nicht so auch im Fokus sind. Ja. Also das ist uns ja ein ganz wichtiges Anliegen. Schön. Wir nähern uns eigentlich auch schon so langsam dem Ende unseres Gesprächs. Ich würde Ihnen jetzt gerne noch einen Raum geben, für eine Herzensangelegenheit. Also gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das würde ich den Leuten gerne noch mitgeben, das ist mir persönlich besonders wichtig, da würde ich jetzt gerne hin, oder irgendwas, wo Sie sagen, das bewegt mich emotional und das möchte ich jetzt noch loswerden. Gibt es natürlich mehrere Dinge. Sie können auch mehrere Dinge sagen. Ja, aber vielleicht sowas, also ein Aspekt aus der Hospizarbeit, den es halt auch in anderen Bereichen gibt, aber Hospizarbeit, denke ich, die sich ja auch immer so auch ein bisschen als Friedensarbeit sieht, mit ihrer hospizlichen Haltung, die ich vorher schon mal angesprochen habe, dass wir halt eben Menschen nicht bewerten möchten oder eben auch diese Offenheit für alle und erstmal auf jemanden zuzugehen. Und da möchte ich den Blick eben so auf die sorgende Gemeinschaft richten, dass wir auch so ein Teil derjenigen sein möchten, wo eben Gemeinschaft sich wiederfindet. Weil ich denke, das ist gerade so dieses Thema von dieser Isolation, die viele haben. Einsamkeit ist ein großes Thema. Für mich ist es immer so von diesem Ich zum Du und zu diesem Wir-Gefühl. Und wir möchten ja auch gerne, wenn wir Menschen begleiten, auch immer noch mal gucken, was gibt es außenrum, wer kann da vielleicht auch unterstützen. Und eben auch mit unserem Thema so an die Öffentlichkeit zu gehen, dass einfach auch mal gewisse Hürden abgebaut werden und ich vielleicht auch mal auf einen Nachbar zugehe, der in Trauer ist, oder auf eine Nachbarin, der es nicht gut geht, und wo man mal sagt, ja, wie kann ich vielleicht unterstützen? Also das ist für mich immer ganz viel wert, oder wenn Menschen miteinander in Diskussion oder einfach in einen Dialog kommen, miteinander sprechen. Und ich glaube, dass dieses Thema Einsamkeit, was ja nicht nur im Alter ein Thema ist, das wird uns die nächsten Jahre schon auch noch bewegen, dass viele Menschen einfach alleine sind. Und wie können wir auch diese Menschen wieder irgendwo mit in die Gemeinschaft nehmen, und wie können wir vielleicht, das fängt an in der Nachbarschaft, geht dann ins Quartier, geht dann in die Stadtteile und geht dann halt vielleicht über ganz Freiburg, und dann die Kreise werden ja immer größer, aber wie schaffen wir es, auch so ein Stück, einen Blick
füreinander zu haben. Und dann kommen wir vielleicht wieder auf Corona, wo man merkt, wir üben gerade Distanz zu nehmen. Und das wäre vielleicht auch noch ein Herzensanliegen für mich, dass das nicht so ein innerliches Gefühl wird, dass wir wissen, das ist gerade was, das ist gerade jetzt im Moment eben Thema, aber dass wir trotzdem den anderen wahrnehmen und sei es nur durch Blickkontakt über den Mundschutz hinweg, dass wir trotzdem auch auf die Distanz Nähe zueinander finden und dass wir später auch wieder einfach Dinge aufnehmen, Menschen umarmen und dass all das auch wieder unser Alltag wird und wir da nicht so befremdlich werden. Also das wäre so ein Herzensanliegen von meiner Seite. Ja. Unterstreiche ich, weil das, was ja gerade so ein bisschen stattfindet, ist ja leider eher genau das Gegenteil, dass alle auf Distanz gehen oder wenn sie in die Medien schauen, ne, dass da viel Kabbelei stattfindet, sage ich jetzt mal so. Und auch das, was Sie gerade gesagt haben, also so banal wie das klingt, dass ich vermisse, auch mal jemanden in den Arm zu nehmen oder sich zu begrüßen, das also ich bin auch dann eher sehr der haptische Mensch, das vermisse ich schon und dass ich auch hoffe, dass wir da wieder zurückfinden und das nicht außer Acht lassen und solange die Maßnahmen bestehen, aber auch sagen, guck mal auf die andere und auch mal über die Maske hinaus. Genau, das fand ich eine schöne Metapher. Ja, und dass wir vielleicht auch das dann mal verbalisieren oder sagen, ich würde dich jetzt total gerne in den Arm nehmen, geht nicht, aber ich hole das nach. Das oder ich zeige dir das mit einer Blume, dass ich dir eine Blume gebe oder sonst was. Also ich glaube, gerade das ist so wichtig. Und was Sie noch gesagt haben mit diesen Kabeleien, das wäre vielleicht noch ein Herzenswunsch, dass man nicht immer so sagt, boah, entweder oder. Ja. Sondern dass man sagt, sowohl als auch. Ja. Also dass wir einfach Dinge auch nebeneinander stehen lassen. Wir können ja unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem uns nicht anfeinden und versuchen uns auf Augenhöhe zu begegnen. Ja. Und das ist, denke ich, auch was wir in der Hospizarbeit haben, dass wir versuchen, uns auf Augenhöhe zu begegnen, sei es jetzt wir oder auch mit den Menschen und also den Angehörigen, den Zugehörigen oder auch den Menschen, die wir begleiten, dass wir versuchen, Hierarchien auch zu vermeiden. Ja. Und das wäre vielleicht auch nochmal so ein Ansatz, wo ich denke, den kann unsere Gesellschaft sehr gut brauchen, dass wir nicht immer in diese Extreme fallen. Und auch diesen Perspektivwechsel zu vollziehen. Ne? Also jeder argumentiert natürlich aus ihrer oder aus seiner Sicht. Klar, mit drei Kindern habe ich natürlich den Fokus darauf, was passiert in der Schule, wo andere sagen, ist auch kein Problem. Ja, und die anderen sagen, aber ich gehöre jetzt aufgrund meines Alters vielleicht, was weiß ich, 75 plus, gehöre ich zur Risikogruppe und gehe damit anders um und dass man da offen bleibt, da bin ich voll bei Ihnen. Ja, dass man offen miteinander und sich nicht anfeindet. Ja. Weil jeder hat so sein Recht und seine Sicht und ich denke, und das ist vielleicht jetzt auch nochmal was die ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen auszeichnet, dass sie eben da nicht so fokussiert sind, sondern eben offen nochmal auf die Menschen zugehen und gucken. Nicht, dass wir jetzt da die Heiligen sind oder sowas, überhaupt nicht. Aber ich sage jetzt mal, der Ansatz ist so. Ja. Und okay. Okay. Frau Werner, Ihnen gebührt das Abschlusswort. Ups. Also ich habe drei Sachen, die mir dazu einfallen, was ich noch mal erwähnen wollte. Unter anderem, also erstens mal denke ich, die Begleitungsarbeit, das Begleiten muss nicht nur traurig sein. Ich habe ganz oft mal Leute, die sagen, oh Gott sei Dank, kommen Sie jetzt mal, mit Ihnen kann ich normal reden. Natürlich sind die umgeben von Leuten, die sich Sorgen machen und die immer mir das trauernde Gesicht präsentieren als das lachende Gesicht. Und es ist einfach für Patienten oder Gäste doch durchaus schön ist, man erfährt mal noch ein kleines bisschen Normalität. Ich muss heute noch an eine Begleitung auf der Palliativstation denken, wo ich mit einem Patienten, ich glaube fast eine Dreiviertelstunde, haben wir uns gegenseitig Witze erzählt. Und ich bin jetzt nicht super gut in Witze erzählen. Ich habe zum Schluss mit meinem Handy gearbeitet. Und dann bin ich wieder raus. Und dann kam mir nach einer weiteren Begleitung auf Station, kam mir ein Pfleger entgegen. Das hat zu mir gesagt, was hast du denn mit dem gemacht? Ja, wir haben uns einfach, das war einfach für den mal wieder irgendwie lustig und für mich auch. Das ist auch das, was ich zum Beispiel auch noch erwähnen möchte. Es gibt nichts, was man immer wiederholen kann. Ebenso wenig, wie man in Begleitungsarbeit Profi werden kann.
Es ist einfach ein menschliches Miteinander und da kann man nicht Profi werden. Ja, das sind perfekte Abschlussworte, Frau Werner. Kein Profi zu sein, sondern immer auch Lernende oder Lernender. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Werner und Frau Schmidt, für dieses Gespräch und wünsche Ihnen viel Kraft und weiterhin alles Gute für Ihre sehr wertvolle Arbeit.